Hallo und herzlich willkommen. Ja, es ist mal wieder an der Zeit für so ein Video. Train Sim World 2. Bekommt in wenigen Tagen, nee, in einem Tag, nämlich morgen am Donnerstag, den 9. September, einen neuen DLC. Und zwar, wie ihr sehen könnt, den Nahverkehr Dresden. Da geht es also darum, im Nahverkehr zu fahren von Dresden bis maximal sozusagen nach Riesa, über 80 Kilometer Strecke mit Schnell- und Langsamfahrten. Und ja, der eine oder andere Lok, das werden wir uns angucken. Wie immer wünsche ich euch gute Unterhaltung hier in diesem Eisenbahnvideo. Es wird mal wieder Zeit. Und ja, nicht lang schnacken. Ab mit dem Intro und los geht's. Und wir legen auch direkt los in Kapitel 1. Grundlagen Nahverkehr Dresden mit der Einführung. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier so alles geboten wird. Jawohl. Denn ja, insgesamt ist es ja so, dass ich sehr schnell immer wieder vergesse, wie Spielsteuerungen funktionieren. Und gerade bei so einem komplexen Spiel wie dem hier muss ich erst mal wieder reinkommen. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines DB-BR-766.2 Steuerwagens geführt. Kriegen wir hin. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Sowas von breit. Dann, wenn wir die Fragen kommen, ich spiele das auf maximalen Einstellungen. Wir müssen die Stromversorgung in diesem Fahrzeug einschalten. Stellen Sie den Batterieschalter auf ein. So. Geht er hoch, okay. Und dann hier einmal Spitzensignale, weil wir sind ja hier die Spitze. Nehmen Sie auf den Lokführersitzplatz. Hier werden. So, und dann reduziert. Mit und dem Richtungswender vorwärts. Stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Okay, erstmal neutral. Und dann werden die Bremsen aufgeladen. Das müsste hier sein. Nee, jawohl. Und da kommt gerade hier. Der Kollege ist der Herbert, der kommt hier gerade vorbeigefahren. Ja, moin. Ist auch schön, wie jetzt auch wirklich dann relativ mehr betrieblos ist. Hatte ich schon was zu den Loks gesagt, die jetzt auch dabei sind. Die Baureihe 442, die Baureihe 143, 146, 2, Dosto rot und 185.5 in schwarz. Und ja. Ich frage mich ja, wann wir dann dazu kommen, sie zu spielen. Die gute V60 in der Baureihe 363. Die wunderschöne Diesel-Lok, die ja, mich immer an diese. Mich erinnert das immer an diese grünen. Aktivieren Sie beige. Nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der ich Oberleitung verbindet. So, Stromabnehmer hoch. Der Zug ist bereit, unter Spannung gesetzt zu werden. Dies wird durch den Hauptschalter gesteuert. Klick. Und da ist der Strom auch schon angegangen. So, dann den. Halten Sie den Zug-Sammelschiene-Schalter. Das soll also der hier sein. Oberleitungsstrom ein auf Start. Okay. Ist hier vorglühen oder was? Okay. So, Bremsschlüssel, der war hier, ne? Genau. Den machen wir auch auf ein. Und jetzt das Führerbremsventil auf Fahren. So, ich habe mir. Ich muss diese Folge nochmal neu aufnehmen. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, was ich schon erzählt habe, aber ich weiß ja sowieso nicht, was ich mehr erzähle. Ich habe mir hier auf das Stream Deck, nämlich, da bin ich einem Zuschauerrat gefolgt, habe ich mir die ganzen Tasten draufgelegt. In der Hoffnung, dass mir das irgendwie weiterhilft. So, das muss auf Lösen. Und die Zugbremse auf Fahren. Direkte Bremse auch. Und sobald ich hier die Bremse löse, fährt er in den Zug los. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir gucken, dass der
der Druck im Hauptluftbehälter, Hauptleitungsdruck. Der muss, glaube ich, auf das rote Feld. Wait for the brake systems to charge. Dann warten wir da doch mal drauf, dass die to chargen. Bremszylinder. Zeitbehälter. Zeitbehälter? Oder Zweitbehälter? Ob das aber so richtig ist? So, können wir denn hier noch irgendwas rumstellen? Nee, gerade können wir gar nichts mehr einstellen. Und hier tut sich auch nichts. Aber Hebel können wir noch bedienen. Nur in-game nicht. Gut, dann warten wir mal drauf, dass der Druck gestiegen ist. Okay, aus irgendeinem mir nicht einleuchtenden Grund ist es jetzt soweit. Richtungswende, habe ich den auch hier irgendwie eingestellt? Nee, das muss ich von Hand machen. Gut, das ist ja auch eine Sache, die man einmalig macht. Und zwar auf vorwärts. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Verwenden Sie den Leistungsregler, um Angst. Kraft aufzubringen und loszufahren. Oh, ich bin so lange nicht mehr gefahren. Ich habe Angst. So, jetzt auf meinem Stream Deck habe ich hier dann Tasten für Leistung Plus und Minus. Wenn euch das interessiert, kann ich euch mal einen Screenshot davon schicken. Achten Sie während der Fahrt darauf, dass Sie Ihre Geschwindigkeit und die Höhe der Stromzufuhr überwachen. Wenn zu viel Leistung von diesem Steuerwagen angelegt wird, kann dies dazu führen, dass die Fahrmotoren der hinteren Lokomotive abschalten und keine weitere Leistung mehr angelegt werden kann. Dies ist beim Betrieb eines Zuges mit einer BR-146.2 nicht der Fall. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Zugbremse an, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Gut, das könnte gleich der Fall sein, sonst würde das Spiel mir nicht darauf hinweisen. Aber wir fahren endlich wieder Zug. Was soll ich sagen? Oh, ich werde Betonmischer, wie cool. So, endlich wieder. Lang ist's her. Also eigentlich müsste man, und ich hätte ja auch wirklich Bock drauf, mich mal in so ein Spiel mal so richtig reinzufuchsen. Und dann wirklich auch mit Signalen das alles mal zu lernen und so. Nur um dann wieder eine Pause von dem Spiel zu machen und es dann alles wieder vergessen zu haben. Das ist so ein bisschen immer das Problem bei mir. Sie kennen mich. Gibt's eigentlich noch diese coole... Ah, die waren eine Zeit lang, war die nicht drin, ne? Aber wie war das? So. An einem Ort halten. So, da sehe ich grün, ich sehe immer noch 80. War ein bisschen Gefälle. Wir haben aber insgesamt, habe ich schon mal ein bisschen in die Streckentopografie geguckt, so viel Steigung scheint hier nicht zu sein. So, wenn wir den 500 Metern halten sollten, da sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen mehr bremsen, oder? Ich habe keine Ahnung. Da muss man erstmal wieder ein Gefühl für bekommen. Wie hart die Bremsen rangehen und so weiter. Und die öffnen sich ja dann auch erst langsam. Sie nähern sich nun dem ersten Halt. Wenden Sie ein wenig Bremskraft mit der Zugbremse an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Wenn er jetzt sagt ein wenig, dann war ich wahrscheinlich ein wenig früh. Frage an die Lokführer, die hier wie immer amüsiert zuschauen. Ihr müsst das aber auch lernen, oder? Ihr müsst doch auch für die Züge ein Gefühl bekommen. Also ich denke mal, wenn ihr schon länger macht, dann lauft ihr am Zug vorbei, seht, aha, so und so viel Wagen, da weiß ich schon, so sieht's aus. Ich glaube, das kommt mit der Erfahrung, oder? Und das wäre in diesem Spiel nicht anders. Wenn man jetzt von mir erwarten würde, ich müsste das automatisch wissen, ich glaube, das wäre ein bisschen viel.
Und ich bremse lieber zu früh als zu overshotten. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Sieht gut aus. Und dann habe ich jetzt auch hier richtig schön die Türschalter auf mein Pad gelegt. Ich muss gar nicht rumsuchen, wo die sind. Und hier steigen die ersten Leute aus, weil sie gesehen haben. Ich habe aber mal eine Frage an den Entwickler jetzt. Was auf Gottes toller Erde ist eigentlich so schwer daran, nach mittlerweile 5 Jahren oder 4, ich zähle jetzt Train Simulator normal, den vorherigen, zähle einfach mal mit. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Die Abfahrttafeln, die blauen hier oben, mal ins Spiel einzubauen. Das ist doch so ein Signature-Ding an Bahnhöfen, wir ehrlich gesagt. Wir werden nun die Traktionssperre und das Wiederanfahren des Zuges besprechen. Eine Traktionssperre kann auf verschiedene Arten in Kraft treten. Wenn Leistung angelegt wird, während die Bremsen noch angezogen sind, wird die Traktionssperre aktiviert. Ein weiterer Fall, in dem dies geschieht, ist, wenn Leistung angelegt wird, während die Fahrgasttüren noch entriegelt sind. Um eine Traktionssperre zu simulieren, müssen wir zunächst die Zugbremse voll anlegen. Als nächstes müssen wir etwas Leistung aufbringen, um die Traktionssperre auszulösen. Ich habe Angst. Nimm es einfach mal. Die Traktionssperre ist nun ausgelöst worden. Dies wird auf dem HUD durch einen roten Umriss in der Leistungsanzeige dargestellt. Mal sehen, ne? So, ja. Um eine Traktionssperre zu überwinden, muss sichergestellt werden, dass keine Leistung anliegt. Stellen Sie den Leistungsregler zurück in die Position aus. Zum Schluss müssen wir sicherstellen, dass die Zugbremse sich in der Position Lösen befindet. Gut gemacht. Die Traktionssperre ist nun gelöst und wir können die Fahrt fortsetzen. Haben wir eigentlich AFB hier drin? Nicht AFD, das ist was Widerliches, aber AFB. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Knopf. Oh Gott. Zurück. Hier sehen wir auch einen schönen Güterzug. Ja, dürfen wir eigentlich im Weichenfeld so schnell fahren? Aber Weichen nicht 60? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, dass wir mehr fahren, ja, also ein Noob fährt Eisenbahn, heißt dieses Projekt oder so. Was ist das eigentlich für ein Zug? Guck das mal an. Ist das ein Güterzug mit, was will ich sehen? Güterzug mit Triebwagen dazwischen und... Okay, warte mal, hier war gelb. Oh. Was war das? Was war das für ein Geschlinger? Wenn ihr auf jeden Fall Bock darauf habt, mehr zu sehen von Noob fährt Eisenbahn, dann lasst doch sehr gerne ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich lese hier auf meinem Kanal alle Kommentare, auch wenn ich nicht alle beherzigen kann, weil das ist einfach zu viel. Warte mal, Bremse wieder lösen. Bremse lösen? Was ist denn hier? Jetzt geht's wieder. Ach, genau, da ist. Ja. Haben wir gerade noch gelernt. Was sind das eigentlich für ein Bahnhofsgebäude hier? Hübsch. Mag ja diese Altbauten, die ja so ein bisschen modernisiert wurden. Wenn man so ein bisschen noch die Geschichte sehen kann an den Bahnsteigen, wie alt das schon ist und so. Ich mag das irgendwie.
Dann habe ich mal gelernt, so mit 30 in den Bahnsteig rein geht bei so kleinen Zügen. Und 40 geht auch noch. Aber Herr von Schissassen. Geht natürlich wieder zu früh in die Eisen. So, jetzt aber. Ich will einfach mal einmal in meinem ganzen Leben als Let's Player bei der Haltetafel halten, obwohl es mir auch schon häufiger mal gelungen, so ist es ja nicht. Gut, wir gucken mal wieder, was machen die Fahrgäste. Die Fahrgäste, die kennt man, die wachsen nämlich hier nicht auf den Bäumen. Hier, rechts öffnen. Was labert der da? Ich bin Quatsch, was ist denn los mit dem? Ich muss auch sagen, vielen Dank hier an die Betreuung der YouTuber hier durch die PR-Kollegin, die da wirklich sehr bemüht und aufmerksam ist. Vielen Dank dafür, wollte ich einfach mal sagen. Meistens vergisst man das ja, man denkt eigentlich nur immer so an Publisher und Entwickler und die sind dann im Loop. Aber manchmal sind es auch die dazwischen, die da wirklich eine tolle Arbeit leisten. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Arbeit. Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. So, da sehen wir, wo wir versagt haben und wo nicht. Wir sehen also hier schön im Profil drin, hier panische Bremsung, weil ich geglaubt habe, irgendwas zu sehen, was nicht da war. Ansonsten ganz in Ordnung. Und unsere Gesamtleistung bringt das nicht voran, aber wir können auf dieser Strecke auf jeden Fall schon mal den ersten Fortschritt sehen. Ich würde gerne eure Kommentare sehen. Daumen nach oben, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn so möchtet. Und ich bin gespannt, was dieses Spiel hier auf dieser Strecke noch für uns bereithält und für welche Schwierigkeiten wir entsprechend gestellt werden. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da.